Willkommen zurück zu Rising World. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Meine Stimme ist heute ein bisschen tiefer. Hatte ich bei anderen Let's Plays die Tage auch schon gesagt. Ich bin im Moment tierisch erkältet. Ich hoffe, ich halte das Let's Play durch, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor einigen Tagen. Mal gucken, müssten wir eigentlich überstehen. Du siehst, ich habe die Hake in der Hand, denn ich habe hier zwischenzeitlich ein bisschen Terraforming gemacht. Weil, das erwähnte ich auch schon mal in einer der letzten Let's Plays, dass das Haus etwas sehr tief liegt. Das ist mir am Anfang, als wir gebaut haben, gar nicht so aufgefallen. Aber wie das immer so ist, wenn man sich länger an einem Ort aufhält, dann fallen einem so bestimmte Sachen auf und dann stören einen bestimmte Dinge auch. Hätte ich das vielleicht besser vorausgesehen, dann hätten wir unter Umständen woanders gebaut, aber jetzt haben wir halt ein bisschen tiefer gebaut. Ist auch nicht weiter schlimm, aber das hat halt zur Folge, dass wir hier ein bisschen fleißiger Terraforming betreiben müssen, damit wir hier auch eine weitestgehend ebene Fläche haben. Wir könnten hier natürlich auch einen hügeligen Garten auf Dauer unterhalten, aber wenn wir auch noch vielleicht früher oder später, naja, nicht nur vielleicht, sondern mit großer Sicherheit, früher oder später hier noch einen Zaun um das ganze Gelände ziehen wollen, dann müssen wir halt das Gelände weitestgehend eben haben oder halt so einen stufenartigen Garten vielleicht anlegen, wie wir das jetzt hier bei der Saat, bei dem Saatgut hier schon gemacht haben. Übrigens, bei dem Saatgut ist es so, dass das wirklich sehr, sehr gut wächst und gedeiht. Die Kürbisse sind schon fertig. Das müssen wir natürlich alles abernten, auch die Tomaten machen wir gleich teilweise auch schon. Die Erdbeeren sind fertig. Wir müssen also noch weiter die Reihen vervollständigen und uns natürlich auch Nahrungsmittel beschaffen, damit wir gerüstet sind für eine ganz andere Sache, nämlich die Jagd. Und jetzt füllen wir erstmal die Flasche auf. Und nachdem wir die aufgefüllt haben, trinken wir auch nochmal. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir mal die Tomaten mit, die hier auf dem Feld sind. Warte mal, Fleisch haben wir auch noch dabei. Moment, das Fleisch können wir erstmal aufessen. Und ich erinnere mich schmerzhaft an die Situation, wo wir leider etwas Fleisch hier haben schwarz werden lassen auf unserem Grill. Gut, das war unsere erste Erfahrung mit dem Grill. Wir haben übrigens, ich habe nochmal oben in den Truhen geschaut, wir haben also noch reichlich Fleisch da. Also noch ungefähr 16, 17, 18 Einheiten Fleisch sind oben noch vorhanden. Und jetzt sehen wir erstmal hier alle Tomaten mit, die hier so zwischen den Sträuchern stehen. An den Sträuchern wachsen viel mehr. Und das ist wirklich, wirklich eine ganze Menge. Die sättigen ja auch ganz gut. Ich werde jetzt hier nicht alles abernten. Also Feldarbeit, das steht jetzt nicht auf unserem Plan. Ich wollte erstmal nur ganz kurz zeigen, was wir jetzt alles gemacht haben. Oben habe ich mit den Truhen auch so ein bisschen umgeschichtet. Übrigens, zwei Sachen wollte ich noch eben erwähnen, die in den Kommentaren aufgekommen sind. Erstmal Wolframerz, dass wir schon zu Barren verarbeitet haben. Hier sind, glaube ich, die Reste drin. Ich habe den Ofen eben schon ausgestellt. Genau, Wolframbarren, das haben wir jetzt gerade den Rest rausgeholt. Oben in der Truhe ist auch schon was drin. Mit Wolfram kann man Lampen bauen. Habe ich mir sagen lassen über die Kommentare. Schönen Dank für diesen Kommentar. Ich glaube, er kam von Hanne. Und noch ein weiterer Kommentar war dabei, ein wichtiger, der nochmal hervorgehoben hat, dass wir auch die Sachen, die wir im Dungeon gefunden haben, also diesem unterirdischen Tempel, dass wir alle Sachen, die wir da finden, auch abbauen können. Also diese Fackeln und auch diese Skelette, die wir dort gefunden haben, hätten wir abbauen können. Auch dort muss man etwas länger warten, wenn man die Taste F drückt. So, jetzt sind wir schon mal gerade hier, dann können wir auch mal eben zeigen mit den Truhen, da wir sowieso noch einiges ablegen müssen. Ich habe das nochmal so ein bisschen getrennt mit den Steinen, das habe ich letztes Mal schon gezeigt. Die Erde kommt hier rein, komplett erstmal. Ansonsten sieht man, was wir noch so alles haben. Wir haben noch ein bisschen Wolframerz, den Ofen haben wir aber jetzt erstmal ausgemacht. Wir haben jetzt genug Barren fürs Erste da und hier sind alle Barren drin, egal was für ein Material. Hier ist der Wolfram, die Wolframbarren. Und man sieht, das Ganze ist hier ein bisschen leerer geworden. Ich habe das nicht auf die zweite Seite verschoben. Da sind die ganzen... Ach, das gehört hier auch nicht hin. Da sind die ganzen Werkzeuge und Waffen gelagert. Ich habe das Holz in unsere Holztruhe gelegt. Und zwar auf die zweite Seite. Dort ist das ganze verarbeitete Holz, egal wie wir es verarbeitet haben, ob das jetzt Holzblöcke sind oder Holzlatten, wie auch immer, Planken und so weiter. Hier gibt es noch Holzstämme. All das ist verarbeitetes Holz. Ob das vom Truhenplatz her reichen wird, weiß ich noch nicht so genau. So, ich überlege jetzt gerade, wo der Stein hin muss. Oder gehört der hier rein?
Vielleicht gehört er doch hier rein. So, da packen wir den jetzt hin. Der war eben auf der zweiten Seite, glaube ich. Ja, da gehört er natürlich nicht hin. Wir müssen natürlich mit den Truhen auch noch ein bisschen hier weitermachen. Wir wollten da... Ich habe überlegt, ob man hier vielleicht so einen begehbaren, so eine Art begehbarer Kleiderschrank macht. Dass man hier große Regale macht, wo da nochmal Türen vorgebaut werden. Das wäre noch so eine Idee, die wir vielleicht auf Dauer machen könnten. Weiß ich aber noch nicht ganz genau. Die Hake legen wir jetzt erstmal ab, denn die brauchen wir zunächst nicht mehr. Denn für das, was wir vorhaben, sollten wir so viel Platz wie möglich haben. Ich weiß nicht, was wir alles sammeln werden, aber es wird eine ganze Menge sein. So, Wassermelonen, Nahrungsmittel. Hier haben wir noch Fackeln. 2x8. Dann haben wir Fackelsockel. Packen wir die Fackeln mal weg. Übrigens, das ist noch so eine Sache. Diese Fackeln können wir nicht zu einem Stack... Genau, das lag daran, weil wir nur 32 Fackeln in ein Stack setzen können. Deswegen ging das nicht. Nichtsdestotrotz, die Fackeln kommen weg. So, Erde haben wir ja auch noch ein bisschen da. Auch die kommt natürlich weg. Und dann sind wir eigentlich gerüstet für die Jagd. So, das kommt noch hier. Ein paar Gartenfackeln können wir auch mitnehmen. Die Sense nehmen wir auch nochmal mit, wenn wir so ein bisschen... Gerümpel, also ein bisschen Grünzeug auch noch wegmachen wollen, dann nehmen wir die Hacke halt auch noch mit. Ich denke, wir sind das ganz gut gerüstet. Wie gesagt, die Streitaxt packen wir mal hier hin. Axt. Zwischen, Moment mal, Streitaxt brauchen wir und Schwert. Ah, Morgenstern, Streitaxt und Schwert, das ist ein bisschen viel. Ich glaube, wir nehmen die beiden Sachen mit. Den Morgenstern packen wir mal weg. Den packen wir mal weg. Das ist sonst, das ist einfach zu viel des Guten. Hier müssen natürlich übrigens auch noch Wände rein, hatte ich auch schon mal erwähnt. Weg mit dem Morgenstern. Hier rein. Spitzhacke, Axt. Nehmen wir mal die Axt hier noch rein. Sense, Pfeile brauchen wir natürlich. 17 Pfeile haben wir jetzt dabei. Moment, 16, 17. Also 33 Pfeile haben wir jetzt dabei. Müsste eigentlich reichen. Ich glaube, das reicht. Oder wollen wir noch ein paar mehr machen? Wir können auch noch ein paar mehr machen. Moment mal, dafür brauchen wir Eisenstäbe. Und Holz, glaube ich. War das nicht so, dass wir auch Holz brauchen? Holz haben wir, glaube ich, so gar nicht mehr da. Da müssen wir auf unsere normalen Stämme zurückgreifen. Ich nehme das nochmal eben gerade raus. Ich erinnere mich daran, dass wir Stöcker brauchten und Eisenstäbe, um Pfeile herzustellen. Vielleicht nehmen wir doch einfach noch ein paar mehr mit. Ich denke, das wäre nicht ganz verkehrt. So. Steinaxt, bla 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 bla. Wo haben wir unseren Pfeil? Stock, genau, das war's. Stock und Eisenstab. Also einfach mal ein paar Stöcker hergestellt. Stock, einmal Holz. Müssen wir erst Holz herstellen. 1, 2, 3, 4. Und Stöcker. Jede Menge Stöcker. Wir verbrauchen das Ganze alles komplett. Und weiter geht's mit Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Da, Waffen. Pfeil. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 16, 16, 16. Ach, nur 16 Pfeile können wir stapeln. Und 5 als Rest. Egal. Muss so ausreichen. Das kommt wieder weg, das kommt wieder weg. Ich sortiere das nur mal eben, damit wir das jetzt gleich wissen, wenn wir oben sind. Das muss weg. Oh, es wird dunkel. Wollen wir im Dunkeln auf die Jagd gehen oder wollen wir lieber im Hellen auf die Jagd gehen? Ah, ich weiß nicht. Dunkel ist irgendwie ganz spannend, aber dann siehst du nichts. Dann siehst du nichts. Da kommt das nicht rein. Da kommt das rein. Holz. Holz, Holz. Eisenstangen. Oder Eisenstab. Ich glaube... Wir sind gut gerüstet und wir können jetzt los. Wir können jetzt los. Und ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal. Ich probiere das einfach mal aus. Wir gehen mal im Dunkeln auf die Jagd. Lass uns mal im Dunkeln auf die Jagd gehen. Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen Schießen geübt. Und bei der Gelegenheit, deswegen habe ich die Axt hier oben reingepackt. Wir brauchen ja auch immer Holz. Wir brauchen ja auch immer Holz. Und... Wenn wir jetzt auf der Suche nach schönen Bäumen sind, dann werden wir ganz sicher auch auf Tiere treffen, die uns nicht
freundschaftlich gesonnen sind. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob wir hier vielleicht mit der Sense noch so ein bisschen arbeiten. Okay, mit Rechtsklick zielt man. Ich hab schon Panik. Hier ist irgendwo ein Schwein. Hast du das gehört, das Schwein? Oh, ich komme mir vor wie auf Treibjagd hier. Komm raus, du Schwein! Ich hab Angst, es wird dunkel. Und ich bin doch so unerfahren, ich bin doch so jungfräulich, was Jagd angeht. Ich bin doch so unerfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen das jetzt mal so. Oh mein Gott. Jetzt sieht man den... Oh, jetzt sieht man das gar nicht. Oh, meine Nerven liegen blank. Meine Nerven liegen blank. Es ist dunkel und ich sehe hier nichts. Und ich höre das Schwein. Ich höre das Schwein. Vielleicht ist es doch besser, bei Tage auf Jagd zu gehen. Sonst müssen wir ständig Fackeln setzen. Wollen wir das? Oh, Kacke. Ich sehe hier auch nichts. Ich sehe hier auch nichts. Da ist es. Da ist es. Siehst du's? Ach, scheiße. Wie ziele ich denn jetzt vernünftig? Wieso treffe ich denn das Schwein jetzt nicht? Blödes Schwein. Ich treffe das Schwein nicht. Wieso nicht? Jawoll! Jawoll! Wir haben es geschafft! Zwar ohne Pfeile, aber wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie geschafft. Oh, ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Sense! Oh, meine Nerven liegen blank. Cool, bei Nacht ein Keiler erlegt. Bei Nacht ein Keiler erlegt. Wildschweinfell. Cool. Ja gut. Und wir sind nicht verletzt worden. Wichtig, wichtig. Wir sind nicht verletzt worden. Weiter. Das Schwert ist auch ziemlich gut als Waffe. Komm, wir fällen einfach mal einen Baum zwischendurch, oder? Komm, wir stellen dir mal ein paar Fackeln hin, dass es hier ein bisschen heller ist. Ich erinnere mich nämlich dunkel, dass hier auch ein Bär in der Nähe rumgelaufen ist letztes Mal. So, zwei Fackeln, was soll's. Ein bisschen heller ist es jetzt.
kostbares Holz hier. Unter Einsatz des Lebens. Wir müssen vor allen Dingen immer die Ohren gespitzt halten. Diese Tiere machen alle Geräusche, wenn die irgendwo in der Nähe sind. Ich weiß zwar noch nicht, was die Bären für ein Geräusch machen. Aber die werden sicherlich auch Geräusche machen. Huch! Nicht kaputt machen, das ganze Holz. Oh, ich traue mich gar nicht, ich traue mich irgendwie gar nicht weiterzulaufen. So, Setzlinge eingesammelt. Zurück zum Schwein. Puh, da hinten sieht das immer so dunkel aus. Ich denke immer, da steht irgendwo ein Schwarzbär rum. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. So. Weg. Panikartiges Baumstammfällen. Wollen wir mal weiter gucken, was wir noch so sehen. So, Fackel wieder austauschen hier, so langsam uns vorantasten. Durch den dunklen Wald. Also mit der Armbrust bin ich irgendwie noch nicht ganz hintergestiegen. Das läuft noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich komme so ein bisschen vor wie bei Slenderman hier. Hinter jedem Baum kann das Unheil wüten oder warten. Aber wir machen es natürlich auch noch etwas spannender, weil es dunkel ist, ne? Ich meine, jeder Bär, auch wenn er fast blind ist, kann uns jetzt sehen, weil wir mega auffällig hier rumlaufen. Oh Mann. Also wie gesagt, die Zeiten seit dem Upgrade, dass man hier sorglos durch die Wälder spazieren kann, die sind auf jeden Fall vorbei. Das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie viele Tiere hier rumlaufen. Auch in der Zeit, als ich noch ein bisschen geflogen bin mit F2, habe ich das gesehen, was hier an Unmengen von Tieren rumläuft. Braunbären oder Grizzlybären, Schwarzbären, Wildschweine und natürlich Elche. Oh, ich möchte mir gerne so einen Elchkopf in die Wohnung hängen. Mit so einem Riesengeweih. Mit einem Riesengeweih. So, hier ist jetzt aber gerade nichts. Also hinter uns müsste die Luft rein sein, weil der Wald da aufhört. Ich überlege jetzt gerade, ob wir vielleicht so ein bisschen von außen um den Wald herumlaufen oder ob wir doch reingehen. Oh, dieses Gestrüpp. Das macht mich ganz kirre. Da sieht man nämlich nichts. Oh, Slenderman. Gerade gucken, ob wir auch alles haben. Alles in Griff, in Reichweite. Schwert und Armbrust, alles da. Pfeile haben wir auch noch genug. Wir müssen nämlich rechtzeitig umschalten, nicht, dass uns so ein Bär gleich angreift. Aus dem Nichts, was hier durchaus jede Sekunde passieren kann. Komm, wir gehen mal ein bisschen... Da ist einer! Oh, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Oh mein Gott, da ist ein Bär. Oh shit. Nee, ein Elch! Ein Elch! Ein Elch! Ich werde zum Elch. Los, lad den Pfeil rein! Wieso treffe ich diesen dusseligen Elch nicht mit dem Pfeil? Bisschen tiefer? Ja, der schießt über den Elch hinweg. Siehst du das?
Ich mach mal Folgendes. Du wirst wahrscheinlich nicht viel sehen, aber ich setze jetzt eine Fackel hin. Das wird nicht sehr viel helfen, aber ich muss tiefer zielen. Ich muss tiefer zielen. Komm, lad den Pfeil rein. Willst du mich verarschen? Wieso treffe ich nicht? Ich habe ihn getroffen. Ich habe den Elch getroffen. Aber da war irgendwo ein Bär. Das ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig, oder? Das ist doch ein Bär. Auf jeden Fall ein Bär. Los, mach schon! Mach schon! Mach schon! Lad! Lad! Wieso treffe ich den nicht? Wieso treffe ich den nicht? Ich will dich treffen! Jawohl! Bärenfell. Jawohl! Super. So, Elch, wo bist du? Wo war der Elch? Hier war die Fackel. Da war der Elch. Ja, nice. Super Jagd, super Jagd. So, Fackel. Jetzt siehst du auch wieder was. Da ist noch einer. Nein! Da ist noch irgendwo einer. Puh, wie geht's uns denn eigentlich gesundheitlich? Hm, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Vielleicht, trinken wir mal gerade was. Ich stelle mich hier mal eben so ein bisschen auf die freie Fläche hier. Wir müssen da gleich nochmal hin. Wir müssen da definitiv gleich nochmal hin. Aber zwischendurch müssen wir ganz schnell was trinken. Oh, 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 oh. Nun trink schon! Ah, noch ein Stück, komm. So. Bisschen was essen. Oh ja, das... Ich glaube, der Mais schmeckt jetzt nicht ganz so gut im Stress. So. Jetzt geht das hier los. Streitaxt, Armbrust. Nee, warte mal. Wir machen das hier mit der normalen Axt. Wie wir das vorhatten. Oh, dieses Gestrüpp. Ich werde irre. Wo ist der Bär? Der Mond sinkt. Es wird bald wieder Tag. Und wir haben hier noch einen Bären gehört. Da ist er, da ist er. Okay, okay. Ganz ruhig, Fabi, ganz ruhig. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Wieso treffe ich den? Habe ich doch jetzt getroffen. Erzähl mir doch nichts, den habe ich doch getroffen. Vielleicht treffe ich den ja auch. Nee, Moment. Wenn ich ihn treffen würde, dann würde sich da was rot färben. Das haben wir eben bei dem Elch gesehen. Oder?
Das war zu hoch, das habe ich gesehen. Ey, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann... Ich muss natürlich aufpassen, dass ich in den Baumstamm schieße. Oh, ich habe mich hier gerade voll nach hinten gelehnt. Was ist? Was ist? Oh, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Da ist er!